Diese junge Frau hat eine sonderbare Art, ihre Sahne aufzubewahren und ihre Hände zu verbinden. Entschuldigung, könnten Sie mir vielleicht gerade helfen? Mein Handy ist in meiner Hosentasche und ich krieg das selbst nicht raus. Du kannst einfach reingreifen. Ja, genau. Ich glaube, Sie müssen ein bisschen tiefer irgendwie. Für absolut schmerzfreie Typen eine Mausefalle. Oh. Unten auch alles. Ganz rein. Das ist nicht. Doch. Sogar nach Fischen lässt sie fischen, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. Einfach nur mein Handy habe ich da in die Tasche gesteckt, ja. Was ist da denn? Da ist ein Fisch drin. Oh, was haben wir? Da ist aber irgendwie was Nasses drin, oder wie, was? Wie, wird das jetzt? Entschuldigung, oh, Entschuldigung, das war die falsche Tasche. Das ist aber nass. Ja, das war im Kühlschrank. Oh, mhm. Wirklich? Ja, klar. Ja, ich habe es ein bisschen eingefettet. Ist auch gar nicht tragisch. Ich habe einfach nur mein Handy dummerweise in die Hosentasche fallen lassen. Vielleicht holen Sie mir das ganz kurz raus. Ist das richtig? Ja, genau, da. Ist ein bisschen weich, ein bisschen kühl. Zum Glück verbergen sich nicht immer und überall solche Überraschungen. Sonst wären die Kunden an dieser Autobahnraststätte schon längst Amok gelaufen. Aber nein, in diesem Automaten steckt tatsächlich das, was draufsteht. Zigaretten. Und das Gerät ist sogar überaus kontaktfreudig. Hier spricht das Gesundheitsministerium der EU. Rauchen schadet Ihrer Gesundheit. Wollen Sie die Zigaretten trotzdem kaufen? Antworten Sie nach dem Pfeifton bitte mit Ja. Wollen Sie zukünftig auf das Rauchen verzichten? Antworten Sie bitte mit Nein. Dann erhalten Sie Ihr Geld zurück. Sie haben nun 10 Sekunden Bedenkzeit. Danke. Ja. Ja! Antworten Sie nun laut und deutlich mit Ja, ich will die Zigaretten oder Nein, ich will sie nicht. Ja, ich will die Zigaretten. Dann erhalten Sie nun Ihre Zigaretten. Mensch, das ist vielleicht. Was? Das ist doch keine Packung hier. Hallo? Das gibt's doch wohl nicht. Erst fragt der Automat nicht, ob ich die Zigaretten haben will. Das ist doch eine halbe Packung Zigaretten, Mensch. Dieses? Ja. Ja, haben Sie nicht richtig gedrückt? Doch, natürlich habe ich gedrückt. Coolers Blond Leger. Probieren Sie doch einfach die Marke, vielleicht ist die doch genauso gut. Ich bin der Schatz Koloase, damit hat sich's. Verdammt auf mal hier. Ich hab nicht die Zeit, mich hier rumzustehen. Ja, dann drücken Sie doch noch mal. Sie sind, der ist doch sprachgesteuert. Ich bitte, schauen Sie, ich drücke da rauf. Zehnmal Ja sagen und dann kommt wieder so ein Scheiß raus. Kleine Packung, große Augen und eine einleuchtende Erklärung. Aus gesundheitstechnischen Gründen hat der Automat die andere Hälfte der Zigarettenpackung einbehalten und raucht sie nun selbst. Sie haben die falsche Taste gedrückt. Ja, ich will die Zigaretten. Manche lassen ja einfach nicht locker. So, jetzt. Die Sprachsteuerung konnte Ihre Antwort nicht genau identifizieren. Bitte wiederholen Sie deutlicher. Ja, ich will die Zigaretten. So, kommen Sie. Dann geben Sie mir bitte meine 6 Euro wieder und reklamieren Sie das nicht betroffen. Also sind zwei. Halbe, also eine? Nein, ganze. Auch nicht, die kann ich so nicht auch. Geben Sie mir meine 6 Euro wieder. Ich nicht gegen Sie, aber gegen Sie.
Da stimmt was nicht. Der hat mir jetzt wieder eine halbe Packung gegeben, nur. Vielleicht haben Sie... zwei verschiedene. Nein, ich habe richtig gedrückt. Ich habe richtig gedrückt. Dann drücken Sie doch bitte noch mal. Ja, ich will die Zigaretten. So. Na, da ist doch die andere Hälfte. Ja, soll ich die zusammenschrauben? Ja, aber jetzt klappt's doch. Nein. Sagen Sie mal. Ich bin noch im Folgebesitz meiner geistigen Kräfte. Ich bin jetzt dreimal geschissen worden. Ich habe dreimal eine halbe Packung gekriegt. Ich wollte eine Packung Zigaretten haben. Verstehen Sie das? Ja, gut. Ich kann doch die Zigaretten jetzt nicht zusammenhauen mit Mama. Das ist... Er hat dreimal 3 Euro genommen. Und dreimal mir eine halbe Packung. Sehen Sie das nicht, dass das eine halbe ist? Sehr geehrter Raucher, ich begrüße Sie recht herzlich in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß? Herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß? Der Kunde ist mündig geworden. Er kauft nicht mehr blind ein, sondern er wählt genau aus. Auch am Obst- und Gemüsestand. Man sollte meinen, hier gäbe es keinerlei Probleme. Irrtum. Hallo. Hallo. Hi. Ich glaube, ich nehme mal Bananen. Hm? Kann man die aussuchen, ja, ne? Welche? Ja. Nehme ich die mal schon? Dort auch noch nie jemand Banane kauft. Ich kaufe immer nur das, was ich esse. Aber es geht nach Gewicht und das ist immer mit Schale. Bitte? Es geht nach Gewicht und das ist mit Schale, deswegen frage ich jetzt. Ja, aber ich kaufe immer ohne Umverpackung, also ohne die Schale. Also ich esse immer das, was nicht genießbar ist, bezahle ich nur. Aha. Ja, ist halt, na, dann lassen wir es aber jetzt. Weil das geht nicht. Du machst es bei der Orange. Ja, die schäle ich dann. Die schälen Sie? Ja. Zahlen wollen Sie jetzt nur das ohne die Schale, oder? Ja, warten Sie, ich habe nur 2 Bananen. So. So, da haben wir schon was. Aber auf gute Qualität, Bio, ne? Das ist Bio, ja. Ja, wunderbar. So, das ist die Umverpackung, kann ich die schon mal geben? So, Entschuldigung. So, bitte. Preis muss ich nicht so machen jetzt. Ne, aber ich kaufe immer nur das, was ich esse. Das geht. Ja, doch, mache ich immer so. Ja, aber bei uns nicht, oder? Wo kommen Sie her? Aus Berlin. Aus Berlin? Da kaufe ich immer so ein. Ja, also hier in Lindau am Bodensee kaufe ich immer alles, aber nicht halbe Sache nachher. Oder sind Sie aus irgendeiner Anstalt rausgekommen? Da, wo ich einkaufe? Ja. Ja, also gut, das sind 2,49 Euro. So. Also das und so ist es ohne? Ja, so sind es 1,50, da fällt mir 1 Euro. Warum fehlt Ihnen dann 1 Euro? Weil Sie sind ja verpflichtet, die Verpackung auch zurückzunehmen. Also wissen Sie was, das machen wir so. Ich gebe Ihnen das für 1,50. Sie geht wieder zurück nach Berlin, in Ihre Heimat, in Ihre Anstalt und kommen zur Familie. Ja. Was denken Sie? Entschuldigung, was soll jetzt das? Das mache ich aber immer so. Ach, das ist schön. Das geht doch, Peter. Ja, aber... Schmeckt die? Ja, die sind ja. Ja, die muss ich mit Schale liegen. Wir zahlen sie auch mit Schale. Ja, weil ich kaufe immer so ein. Ich zahle nur das, was ich esse. Das ist mir egal, dann lassen Sie es da. Fertig aus, brauchen wir rein machen. Das ist ja verrückt, Sie sind doch nicht ganz normal. Warum? Ich kaufe immer so seit... Ja, seit der Einführung des Euros, man muss so. Ja sehen, wo man bleibt. Ja, ja. Also, dann dürfen Sie den nächsten Gang abrieb bei uns. Zum Aldi oder Lidl, aber bei uns geht es nicht. Wo soll ich denn gehen? Aldi, Lidl, wo Sie wollen, aber hier geht es nicht. Aber hier nicht. Ja, aber schauen Sie mal, Sie kaufen noch ein paar Schuhe. Ja. Dann geben Sie den Karton zurück und gehen mit den Schuhen weg. Sie können das auch zurückgeben, aber Sie müssen es mit Schale bezahlen. Ganz einfach. Das ist doch aber ungenießbar, das ist die Verpackung. Jawohl, richtig. Ich will nur die Frucht. Können Sie aber nicht. So, nehmen Sie doch mal die Banane.
Das gibt's ja nirgends. Sie sind die Gans. Ich kaufe immer so einen. Das ist ja wieder nichts mehr. Ich mag das 50 Jahre und habe das noch nie einen. Sehen Sie, man lernt nie aus. Sie können ja die Wurst nicht ohne Pelle. Zum Beispiel eine Streichwurst können Sie nicht ohne Pelle kaufen. Die essen Sie ja auch nicht. Für den verpackungsbewussten Käufer empfiehlt es sich übrigens, immer alle notwendigen Gerätschaften dabei zu haben. Und überflüssige Verpackungen sind manchmal da, wo man sie gar nicht vermutet. Ich bin auch wieder weg, danke. Frage, was soll das eigentlich, was Sie da machen? Ich kaufe Obst bei Ihnen, aber man möchte die Umverpackung nicht. Ich zahle doch kein Geld für Sachen, die ich nicht essen kann. Dann machen Sie das bitte woanders, weil wir müssen das genauso zahlen. Wir müssen die Verpackung von den Sachen genauso zahlen, von der Bananenschale und alles. Ja, aber es ist doch jetzt nicht mein Problem. Ich will kaufen. Können Sie schon mal die Verpackung? Ich habe gesagt, das dürfen Sie woanders machen. Von mir nicht. Na, ich mach die noch fertig, ja? Ja. Haben Sie mich jetzt falsch verstanden? Bitte? Ich mach das nicht. Ein dicker Hund ist das, ja? Laufen Sie zu und machen das bei jemand anders. Von mir kriegen Sie es öfter. Ja. Das ist mein Ernst. Lassen Sie mich noch zu Ende scheren. Haben Sie mich verstanden? So was gibt's bei mir nicht. Machen Sie das woanders. Dann gehen Sie zum Aldi und machen Sie das im Aldi drinnen. Der macht es vielleicht mit. Bei uns gibt's sowas nicht. Ende der Diskussion. Das ist wirklich das Letzte. Verschwinden Sie! Das hat mit Ökologie überhaupt nichts zu tun. Verschwinden Sie von meinem Stand. Ja, aber ich möchte doch nur das bezahlen, was ich esse. Verschwinden Sie! Gut, ich habe eine Idee. Ich möchte für den Schaden aufkommen und mich auch entschuldigen. Ja? Ich zahle das. Entschuldigung. Ich hätte schon gar nicht gesagt. Verzeihung. Wer ist für Sie? Wo ist es denn? Herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen des Schadens. Diese Waschstraße hat dank uns ein paar Extras im Angebot. Angefangen bei Erold Sander, der mit südländischem Charme die Werbetrommel rührt. Super, perfetto! Machen Sie die Fenster runter! Prosecco, signora! Buongiorno! Willkommen in unserer Waschstraße! Was darf es bitte sein? Kompletti, intensivi, normale. Nummer 3. Va bene. Wir haben auch eine spezielle Frühlingslackbehandlung. Für alle Waschprogramme umsonst. Ja, va bene, ich schreibe auf. Classico, perfetto. E andiamo. Die Kundin stellt ihren Wagen mit einem guten Gefühl ab. Er ist hier ganz offensichtlich in guten Händen. Und künstlerisch begabt sind sie auch noch. Und fertig ist die Flower Power auf der Motorhaube. Der Besitzerin verschlägt es glatt die Sprache vor Freude. Aber was haben Sie denn da mitgegeben? Die Blumen waren da aber nicht drauf. Ja, du machst die Frühlingslackbehandlung. Hast du gesagt ja? Also jetzt hört es aber auf. Nie im Leben, das bestimmt nicht. Signora, Entschuldigung. Du weißt doch nicht, was Frühlingslackbehandlung ist. Ja, aber schauen Sie, da steht selbe Plakat ist vorne wie mit den Blumen. Wie kriegt man das denn jetzt wieder runter? Die spezielle Frühlingslackbehandlung. Nein, um Gottes Willen, der Wagen wird verkauft, aber doch nicht mit solchen Blumen. Der wird jetzt verkauft, das habe ich doch gesagt, deswegen komme ich überhaupt zum Waschen. Aber Sie wollten doch haben, so, nein, ja, ich dachte zum Säubern extra. Aber wir haben die Blumen, Sie sind die Frühlinge. Nein, wie kriegt man das denn jetzt wieder weg? Kriegt man das denn jetzt wieder weg? Ja, Senora, nee, kriegt man nicht mehr weg. Ach, Sie spinnen ja wohl. Machen Sie mir nicht mein Herz kaputt. Bitte. Ja, mein Herz ist jetzt schon kaputt. Bitte machen Sie nicht mein Herz das kaputt. Das gibt's doch nicht. Das Auto wird verkauft. Aber Sie wollten doch vorne, habe ich gefragt. Wollen aber Sie doch nicht sowas. Das habe ich doch nicht gesehen. Sie haben gesagt, extra Reinigung für Lack. Und dann habe ich gesagt, ja. Aber entschuldige, müssen Sie die Augen sehen? Sie nein, mit den Augen kann man sehen, das Schild nicht. Ich bin doch mit dem Auto beschäftigt, doch nicht mit den Blumen da. Das ist jetzt aber Pech. Kann ich nichts machen. Was soll ich machen?
Wie soll ich machen? Ich kann Lacke nicht polieren, ist es fest. Wo gibt's das denn, dass man da einfach solche Blumen auf den Kühler kriegt? Also das gibt Ärger, aber ganz groß. Guten Abend. Sie wollen Nummer 3. Aber wir haben heute auch eine Frühjahrsaktion. Autolacke wie neu. Gratis. Ja? Ich schreibe auf. Die Extralackierung wird immer individuell auf den Kunden zugeschnitten. In diesem Fall ist sie nicht so verspielt gehalten, sondern sportlich unterkühlt. Nicht schlecht, denkt der Kunde. Aber wo ist mein Auto? Wir haben auch ein super Angebot, sicher durch den Frühling, Speziallackbehandlung von der Polizei empfohlen. Okay, ich schreibe auf, ja? Ein gratis Blaulicht ist im Angebot leider nicht inbegriffen. Das gibt's ja nicht. Das ist aber mein Kennzeichen. Die haben als Polizeiauto lackiert. Aber ist hier Lackiererei oder Waschstraße? Mein Gott, das ist nagelneuer Auto. Guten Morgen. Würde ich gern einmal den Bus abdampfen und die Frühjahrslackbehandlung machen. Ja, aber bene. Ich schlage nur auf, okay? Das Flower Power Muster gibt's dafür auch in Übergröße. Geben mir jetzt das Auto bitte zurück, Senora, aber sofort. Ich möchte was Gutes machen für Sie. Bitte nicht. Bitte gehen Sie nicht. Meine Familie ist glaubt an Gott. Bitte bleiben Sie noch eine Erfrischungspause an der Raststätte. Für alle Durstigen gibt es hier einen außerordentlichen Getränkeautomaten. Ungewöhnlich ist schon der unschlagbare Preis. Das Gerät selbst hat bei aller Größe zunächst etwas Unscheinbares. Aber das sieht nur so aus. 5, 6, 7, 8. Du musst einfach da drauf drücken jetzt, oder ja, wie? Muss ich Geld eingeben? Ja. Ich will eigentlich nichts von den Sachen, aber schon. Ja, so funktioniert es. Jetzt kommt das Schorle. Ja, aber als Trennkost. Oh wow. Listen, hey, you got even an apple. Ich wollte hey, nicht. Hey, free gift. No, I wanted an Apfelschorle. Didn't you push this one? No, I pushed this. Wieso habe ich jetzt... Ich will eine Apfelschorle. Gib mir das nur. Soll ich selber machen? Ja, yeah, you squeeze this in. Leider kann der Automat heute Abend keine Münzen mehr annehmen. Bitte benutzen Sie Banknoten. Das Gerät wechselt. Vielen Dank. Auch beim leidigen Thema Flaschenrückgabe geht der Automat neue Wege. Achtung, dieser Automat erhebt ein Flaschenpfand.
Bitte geben Sie Ihre Flasche innerhalb von 3 Minuten leer zurück, sonst verfällt Ihr Anspruch auf Wechselgeld. Die Zeit läuft. Genießen Sie Ihr Getränk, Sie haben noch 2 Minuten 45. Der Countdown läuft. Der Druck steigt. 2 Minuten 15. Eine Minute 50. Ich hoffe, es schmeckt Ihnen. 1,35. Achtung, dieser Automat erhebt ein Flaschenpfand. Bitte geben Sie Ihre Flasche innerhalb einer Minute leer zurück, sonst verfällt Ihr Anspruch auf Wechselgeld. Die Zeit läuft. Fuck. Aber ich bin ja nicht am Bett trinken. Ich möchte meine Kohle wieder haben. I love this. Beeilen Sie sich bitte mit dem Trinken. Sie haben noch 30 Sekunden Zeit. Sie sind wohl nicht mehr ganz dicht. Endlich mal ein Kunde, der mit dem Dialogsystem umgehen kann. 5, 4, 3, 2, 1. Leider ist Ihr Anspruch auf Wechselgeld verfallen. Vielen Dank. Mit Ihrer großzügigen Spende helfen Sie der notleidenden Getränkeindustrie. Wie bitte? Achtung, dieser Automat erhebt einen Flaschenpfand. Bitte geben Sie Ihre Flasche innerhalb einer Minute leer zurück, sonst verfällt Ihr Anspruch auf Wechselgeld. Die Zeit läuft. Ich verreck. Sie haben noch 30 Sekunden. Ja, der will jetzt die Flasche zurück als Pfand, sonst gibt er mir kein Wechselgeld. Ja, Sie müssen die ja austrinken. Sie haben noch 20 in einer Minute. Wie? Warum? Ich möchte jetzt meine 10 Euro wieder haben, ja, Sie kriegen Ihre Flasche. Ich mache jetzt Reset und dann startet das nochmal. Bitte trinken Sie jetzt. Sie haben 2 Minuten Zeit. 2 Minuten? Ich will doch die Flasche nicht in 2 Minuten trinken. Ja, das schaffen Sie doch, oder? Was soll das jetzt? Ja, wir kriegen das Geld doch wieder. Ich mache gerne mein Geld zurück. Das ist so ein Scheiß hier. Ich wollte eine Flasche kaufen zum Mitnehmen. Sie machen mir Scheiß Inventar. Sie hier nicht haben. Eine Tankstelle, wo man Sachen mitnehmen kann. Und Sie machen hier so ein Theater mit mir. Geben Sie mir jetzt, ich habe jetzt genug mit Ihnen, mich zu unterhalten. Ich habe jetzt gerne meine 10 Euro zurück und Ende. 1:30 Zeit. Ja, haben Sie verstanden? Sonst gehe ich zum Geschäft. Wo ist Ihr Chef? Ich bin ja der Geschäftsführer. Oh je, kein Wunder. Noch 50 Sekunden. Ich kann doch nicht, wenn ich die mitnehmen will, ich saufe jetzt nicht hier in 2 Minuten eine Flasche trinken leer. Sie. Ich will die mitnehmen. Ein Getränk zum Mitnehmen, nicht hier in stehen, in 2 Minuten runterleeren. Die haben Sie Zeit das verstanden? Ist abgelaufen. Ah, dann muss ich es aufschreiben. Und jetzt, was ist jetzt? Wie geht's jetzt weiter, Herr Meier? Leider hat der Automat im Moment kein Wechselgeld zur Verfügung. Sie bekommen daher Waren im Wert von 9,50 Euro. Vielen Dank. Na, das ist doch mal ein Deal. Da, alles für Sie. Herzlich willkommen. In der Fernsehsendung? Ja. Verstehen Sie Spaß? Ja, sicher. Ehrlich? Ja, du. Ja.